In Flensburg versammelten sich am Donnerstagmittag rund 750 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zu einer Kundgebung und Demonstration. Nach dem Scheitern der ersten Verhandlungen im Tarifstreit hatte der Beamtenbund DBB zu einem Warnstreik aufgerufen. Die Arbeitgeber haben in der ersten Runde gezeigt, dass sie nicht bereit sind, auf diese Forderungen einzugehen. Hier im öffentlichen Dienst gibt es viele Menschen, die gewerkschaftlich organisiert sind. Und wenn wir zusammenstehen und kämpfen, dann haben wir auch eine Möglichkeit. Wir müssen zeigen, dass wir was wert sind. Erzieher, Müllwerker, Verwaltungsangestellte und andere Beschäftigte des öffentlichen Dienstes beteiligten sich an dem Zug durch die Flensburger Innenstadt. Sie demonstrierten dabei unter anderem für 6% mehr Lohn, verbesserte Konditionen für Auszubildende und einen leichteren Übergang in die Altersteilzeit. Die Arbeitgeber wollen ja nicht in Verhandlungen mit uns so direkt treten, deshalb machen wir ja heute den Warnstreik und hoffen, dass sie langsam mal in vernünftige Verhandlungen eingehen. Wir werden mal wieder veralbert, die Kassen sind so voll wie seit vielen Jahren nicht mehr, wir sind auch dran. Kritik an zu hohen Forderungen wiesen sie zurück. Wir finden, 6% passen hervorragend in diese Landschaft herein, denn die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst machen einen verdammt guten Job und wer gute Arbeit macht, hat auch Anspruch auf gute Bezahlung. Deshalb 6% sind die richtige Forderung. Vor der nächsten Verhandlungsrunde am Montag sind die Streiks als Warnschuss zu verstehen. Bei einem Scheitern könnten wie schon im letzten Jahr längere Ausstände drohen.